Hallo, willkommen bei Klaus Grill, Feines Grill Barbecue. Heute geht es um meine Baustelle und was sich da so abspielt, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Tja, kein scharfes Messer, kein Brett, was heißt das? Ja, der Alte labert nur. Genauso wird es heute passieren. Und zwar, vielleicht ist es dem eh noch anders schon aufgefallen, beziehungsweise ich habe es ja in den Kommentaren schon gelesen, das fällt euch natürlich auf, dass im Hintergrund sich irgendwas verändert hat. Und ja, da unten ist eine große Betonplatte zu sehen. Und die Betonplatte, ja, soll ich euch doch Folge sparen? Nee, mache ich nicht. Wird eine Grillhütte. Also, sieht von hier oben mächtig gewaltig aus. Wird in Realität nicht ganz so mächtig gewaltig. Ich würde ein bisschen kleiner, weil, wenn man sich die Betonplatte von hier oben anguckt, da auf der Betonplatte wird die Hütte mittig stehen und ringsherum. Irgendwann sagt mir irgendeiner, dass ich die Katzen dressiert habe, aber das ist ohne Scheiß. Geht die Kamera an, sind die Katzen da. Den ganzen Tag gehen sie mir nicht um Geist. Und kaum läuft hier was, sind sie dabei. Ja, so ist es. Katze oder Paketbote, irgendeiner stört immer. Das ist in meinem Leben genauso wie bei euch. Ja, die halten sich nicht daran, ob man nur gerade öffnet oder nicht. Aber es ist ja auch in Ordnung. Und von daher ein Gruß von hier nach da an alle Paketboten da draußen. Ohne die hätte ich manchmal ein oder andere Paket weniger. Ich würde sagen, zwei, drei Sachen haben wir noch, bevor wir uns das mal unten aus der Nähe angucken. Wenn ich hier rechts sehe, ist das Gästehaus. Da ist auch schon so ein bisschen passiert. Wir haben die Fassade immer so renoviert, würde ich sagen. Da haben wir eine Eigenleistung gemacht und auch die oben die ganze Holz ringsrum alles neu gemacht. Innen drin sind wir gerade noch bei. Das zieht sich so ein bisschen länger, aber ich hatte ja gesagt, ich wollte ja den einen oder anderen bekannten Griller hier bei mir begrüßen. Das zieht sich gerade so ein bisschen. Ja, drin die Wasseranlage ist irgendwie so. Kennst du so Domino? Ja, der Wasserhahn tropft, du sagst, du wirst mal den Wasserhahn ausbauen. Und dann baust du den Wasserhahn auf und stellst fest, was ist denn dahinter? Nicht gut, da ist noch die Lenk nicht gut. Machst du draus, sagst, oh, wird immer schlimmer. Was ist mit der Wand? Ganz schlimm. Weiter runter in Keller, Zulauf und so weiter. Also, das ist so eine, wo du sagst so, okay, alles raus, alles neu. Das hat uns da gerade erwartet und da sind wir gerade noch bei. Werden aber wahrscheinlich zeitgleich mit unserer Grillhütte fertig sein. Und Grillhütte ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Eigentlich ist es bloß ein Dach. Ein hübsches kleines Dach, was wir uns da hinstellen. Ihr könnt euch an mein altes Studio erinnern, das war ja ringsherum eingekästelt und war vor so einer weißen Wand. Das fand ich nicht mehr schön. Allerdings brauche ich ja hier beim Grillen draußen was und wir sind in Mitteleuropa und da haben wir verschiedene Jahreszeiten und im Herbst und im Winter ist es nicht so schön wie im Sommer und im Frühjahr und wenn man da was hat, was eben ja, so ein bisschen die Feuchtigkeit von oben vom Leib hält, ist es ja ein Zufall. Von daher kommt ein Dach und wir werden es rechts und links und vorne und hinten in alle Richtungen offen lassen, dass wir ein bisschen was von der schönen Brandenburger Natur mitbekommen, gleichzeitig wenn wir grillen. Ich denke, das ist ein schöner Kompromiss. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal runter, kicken uns das mal so Stück für Stück an. Ja, so sieht es aus. So ein bisschen, hat ein bisschen was von MTV Cribs, oder? Nee, ganz so schlimm ist es nicht. Also man sieht schon, wir mussten so ein bisschen Grünzeug hier wegmachen. Also wir hatten hier ein paar Bäume, die halb umgelegen haben vom Sturm. Das musste alles weg, musste alles schick gemacht werden. Und natürlich das ganze große Strauchwerk musste der Sache weichen, weil wir natürlich ein bisschen Luft und Raum brauchen. Wir wollen es aber immer noch wie ein Wald haben. Und deshalb haben wir auch die ganzen, wenn man die Kamera hier rechts sehen kann, auch die ganzen Bäume stehen lassen da hinten. Auf der anderen Seite im Grundstück hoch ja, werden weiterhin auch noch Bäume stehen. Zelt und Bäume, das kann ich eh nicht ändern, das ist wie es ist. Und denke, das ist zum Drehen, zum Thema Grillen ganz gut. Was wir mit der Grillhütte hier bezwecken, ist, dass wir im Prinzip alle Themen, wo wir mit Gasgrillen machen, wo wir geschlossen grillen, wo wir also keine offenen Flammen haben, die werden wir in der Hütte machen, weil da ist Holz ringsrum. Und hier oben vor dem Gästehaus, da wird weiterhin so die Area bleiben, wo alles mit großen Flammen ist, wo die Feuerplatte weiterläuft, der Brei weiterläuft. Die Western-Küche läuft und Smoker müssen wir mal gucken, weiß ich noch nicht, ob wir Smoker hier runterfahren oder ob der da oben hin gehört, bin ich mir noch nicht sicher. Hier unten wird dann auf alle Fälle ja, die Gasgrillen stattfinden. Da kommt auch übrigens noch eine Außenküche. Das wird sehr cool. Ich habe mir bei Burnout Kitchen habe ich mir eine Außenküche bestellt. Die wird in 4 Wochen, 5 Wochen, 6 Wochen irgendwo so in der Größenordnung wird die liefert. Erstmal muss natürlich die Hütte stehen und dann kommt da eine Außenküche drin, aber eine rollbare, also wir werden sie nicht fest einbauen, weil alles, was so rollbar ist, ist man ein bisschen flexibel und ich kann es mir halt nicht erlauben, irgendwelche Sachen fest einzubauen, weil man kennt ja meine Videos und da ändern sich auch mal Grills und wenn du dann irgendwas fest eingebaut hast und du kommst da nicht mehr ran, ist halt Beruf und ja, deshalb passt das viel, viel besser zu mir. Unten, wie gesagt, Platte sieht man sieht hier schon so ein paar Röhren rausgucken. Die haben wir gleich mit einbetoniert, das ist so Regenentwässerung, die hinten rechts und links.
Und hier unten haben wir, was da rauskommt, so mal prophylaktisch mal drin gelassen für Strom und Wasser, dass wir da nochmal hier einen Graben schippen können, dass wir da auch Strom und Wasser anliegen haben. Also auf alle Fälle Strom, Wasser, weiß ich noch nicht, aber haben es besser als brauchen. Das ist auch gesagt, wir machen erstmal, legen es erstmal ran. Farblich können wir uns ja schon mal einigen. Wir fahren hier mit die Finger einzusauen. So sehen die Dinger aus. Das ist jetzt gerade die Dachschalung, die Eiche hell. Also in dem Farbton wird das gesamte Holz gestrichen, also der richtig massive Balken, die da hochkommen. Das sind erst bloß die Dachschalen und nächsten Tage kommt das vom Zimmermann das ganze Holz. Ja, wenn ihr sagt, jetzt stoßt du ein bisschen ein Genie, was so die Handarbeit angeht, muss ich sagen, ja, nee. Also weil so eine Aktion hier, da muss ich sagen, es gibt Leute, die können sowas hervorragend. Und das sind lokale Handwerker. Wir reden ja immer von lokalen Metzgern und lokalen Lebensmitteln, aber die gibt auch lokale Handwerker und die freuen sich immer ganz gerne, wenn man Aufträge für die hat. Und halt gesagt, so eine Sachen hier, da mache ich so Streicharbeiten und so Aufräumarbeiten ringsherum mache ich selber. Aber so das wirklich das Stellen und ja, da brauchst du halt Leute, die Ahnung haben. Und dann ein hohes deutsches Handwerk, das lasse ich die an der Stelle machen und freue mich, dass am Ende dann hoffentlich Qualität rauskommt. Wenn man es mal hinten in die Landschaft guckt, siehst du schon, da ist hinten der große Komposthaufen, da lag einer, da wo jetzt praktisch die Wurzeln sind. Da war ein großer, riesengroßer Komposthaufen, der ist verschwunden. Ein paar Stumpen sind schon, Baumstümpfe rausgezogen. Da liegen noch alte Türen, die mit in dem Kompost aufgetaucht sind. Also Kompost ist ein schönes Wort. Ich dachte, ist ein Kompost. Ich würde sagen, so eine mittelschwere Müllhalde trifft das irgendwie besser. Also war echt kein schöner Boden, aber wir haben das all die Regeln gekriegt und haben das gut verstaut bekommen. Und von daher... alle Dude. Ja, ein paar Sachen seht ihr, sind hier noch zu tun und ich werde euch jetzt einfach mal so, nicht im wöchentlichen Rhythmus, aber so jedes Mal, wenn es was Neues gibt, Stück für Stück dazu nehmen. Meine persönliche Wunschvorstellung wäre, dass das letzte Video zum Thema Grillhütte irgendwo Ende Juni kommt. Dann wäre ich nämlich Ende Juni fertig. Frau, was sagst du? Zuckst mit den Schultern? Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Schön. Also Ende Juni wäre super. Also, ihr seht, also ist ja die Hütte und dann müssen ringsum die ganzen Erdarbeiten noch gemacht werden, weil du kannst das Ding natürlich nicht so in der Wildnis stehen lassen. Also müssen wir rechts noch ein bisschen angleichen, hinten noch angleichen, den Jatten nochmal auf links drehen hier und denke, ein paar Stunden Filmmaterial kommt da noch bei rum und die zeige ich euch dann bei Gelegenheit. Wenn ihr Spaß hattet an diesem Video, kann ich euch bloß empfehlen, dran zu bleiben, weil bei den nächsten Videos wird es noch besser, da ist nämlich wieder Fleisch zu sehen. Ja, ansonsten folge ich mir einen Daumen nach oben, den einen oder anderen wohlwollenden Kommentar oder ein Abo. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus grillt, feines Grillen, Barbecue. Macht's gut.